Ich habe gerade nochmal den Nemus-Account gecheckt und da ist irgendwas gewaltig faul. Bitte ruf mich dringend zurück, wenn du das abhörst. Herr Meiling! Herr Meiling! Wie Sie vielleicht sehen, bin ich auf dem Sprung. Muss Sie also wohl auf Montag vertrösten. Montag könnte es zu spät sein. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Ja, wir haben viele Filme mitgebracht. Heute haben wir wirklich viele, viele Filme. Hallo Erik. Ja, ich bin's der. Hallo Erik. Grüße euch auch alle. Wir haben viele Filme mitgebracht für euch, liebe Hörer. Und deswegen fangen wir gleich mal an. In der Sneak Preview der vergangenen Woche gab es in Stuttgart den Film Limbo. Und der hat... Weißt du, warum ich da lachen muss? Warum musst du da lachen? Meine absolute Assoziation zu Limbo ist der Hit Do the Limbo Dance von David Hasselhoff. Mhm. Okay. So, jetzt seid ihr wieder dran. Also damit ist aber dieser Tanz gemeint, der dann so unter so einer Stange drunter durchgeht. Ne? Das ist vielleicht schon ein Hinweis für das Lied, welches ich mir heute wünsche. Wir werden sehen. Ja, ansonsten der Limbo in der katholischen Mythologie ist ja eher so diese Zwischenwelt zwischen dem Leben und der Hölle oder sowas, ne, irgend sowas. Also ich bin ja da nicht so sattelfest, also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn das so ist. Wo sich quasi die Verdammten irgendwie aufhalten, bis es dann wirklich ganz runter geht. Und ich glaube, das beschreibt das, was hier in dem Film gemeint ist, dann noch ein bisschen eher. Der ganze Film ist von der Hochschule für Film aus München gedreht worden und ist, was sehr bemerkenswert ist, als One-Take, als One-Shot gedreht worden. Also wir hatten ja letztens den Film 1917 hier in der Sneak Preview, der Oscar nominiert wurde, auch ein One-Shot. Dann hatten wir, oder ich hatte schon mal den Film Victoria besprochen, der auch so als One-Shot gedreht wurde, der aus deutschen Landen kam. Ja, und jetzt diesen Film, quasi ein Hochschulfilm. Und wer sich mal mit dem Thema One-Shot ein bisschen beschäftigt hat, das ist schon nicht so einfach. Und wenn man genügend Mittel zur Verfügung hat, wie so ein Sam Mendes, der da so eine Hollywood-Produktion macht, und wer sich das Making-of, auf das der Chris schon ein paar Mal hingewiesen hat, mal anguckt, da sieht man, was da so eingesetzt wurde. Die Mittel haben die hier nicht gehabt. Und es wird in diesem Film beschrieben, wie eine junge Frau anfangs, sie ist Vertretung in der Firma für eine Frau, die jetzt schon irgendwie seit kurzem weg ist, und sie ist dort, arbeitet dort als Compliance Managerin und entdeckt dort ein paar ungewöhnliche Buchungsvorgänge, und sie arbeitet sich da buchstäblich den Arsch ab, also bis Freitagabend ist sie noch, und als sie das dann entdeckt, diese wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, ich will nicht zu viel spoilern, also wir erfahren das dann relativ schnell, um was es sich handelt auch, also Geldbewegungen, die eigentlich so nicht sein dürften, will sie natürlich ihre Vorgesetzten davon informieren, weil da auch irgendwie, sie wittert da so ein bisschen Gefahr im Verzug, dass sie das ganz schnell tun muss, und sie versucht die Leute noch zu erreichen, Freitagabend, aber die haben schon alle andere Sachen im Sinn, und sie rennt aus dem Gebäude raus, sieht gerade noch, wie ihr großer Chef und irgendwie ein Geschäftspartner von ihm, wie die in einen VW-Bus hinten einsteigen, und sie drängt sich ihm da so ein bisschen auf, und dann nehmen sie die mit auf die Fahrt, und wie gesagt, das ist alles ein Schuss gedreht, wir verfolgen dann die Fahrt, und sie erklärt dann, was sie so rausgefunden hat, nicht ganz im Detail, aber schon so ein paar Andeutungen, und dann macht der Film auch noch so mehrere andere Erzählebenen auf. Da gibt es zum Beispiel noch so eine Erzählebene von so einem, der undercover in der Unterwelt sich einbringt, um da so ein paar Sachen zu Fall zu bringen, so ein paar Unterweltbosse. Die Geschichte wird dann auch noch mit aufgemacht. Und irgendwann kommt dann nämlich alles dann auch so zusammen. Da gibt es dann so einen Bare-Knuckle-Fight in so einem
alten Gebäude, wo die sich dann alle irgendwie so treffen. Da ist dann auch die junge Frau, die Compliance-Managerin, der ihr Chef. Und irgendwie sind dann alle dort und die... Beim Wiener, ne? Ja, beim Wiener. Ist, ja, der Wiener. Der ist so der böse, der große Unterwelt-Boss, der Gangster-Boss von dem Ganzen, der alles Mögliche in der Hand hat und auch neue Sachen geplant hat, die auch nicht ganz astrein sind. Und ja, da läuft dann alles mehr oder weniger zusammen. Das heißt, da sind dann die verschiedenen Storylinien, die teilweise parallel agieren und wo wir dann mal den einen oder mal den anderen Plot verfolgen. Und ja, das ist eigentlich so der Film. Ich will nicht zu viel verraten. Ich könnte noch ein bisschen mehr erzählen, was da alles noch so passiert, weil das fand ich eigentlich dann noch so ganz nett. Aber ja, der Film, da hatte ich ja im Vorfeld schon eine Nachricht bekommen. Also wir schreiben uns immer so ein bisschen, was so in der Sneak kam. Da gibt es so eine WhatsApp-Gruppe so mit anderen Sneakern. Und der lief schon in ein paar anderen Sneaks. Und ich glaube, bei der in Reutlingen, da ist der wohl katastrophal angekommen, der Film. Also da ist wohl irgendwie die Hälfte, das hat den Saal verlassen. Deswegen hatte ich da auch extremste Vorbehalte, wo der bei uns auch kam. Aber bei uns sind eigentlich wirklich nur eine Handvoll irgendwie rausgegangen. Also nicht mehr als sonst irgendwie gefühlt. Ja. Und ja, fand ich eigentlich ganz gut. Und du, Chris? Ja, man hat schon gemerkt, dass das Budget jetzt nicht so hatte wie andere Filme. Das ist dass ein sehr spannendes Projekt war. Oder auch ist. Also es hat, ja, storytechnisch, ja, ist es interessant, wo alles zusammenläuft, wo alles zusammenfließt. Wie das gedreht ist, fand ich super. Nur was ich extrem nervig fand, war das Treppenhaus, in dem sich eigentlich alles abgespielt hat. Also ich find's toll, dass der Film da wirklich immer wieder mit der Person, die jetzt ein Stück der Geschichte erzählt, immer schön mitgeht mit der Kamera und dass es so eine Fahrt durch München ist es, ne? Ja. Auch das cool gedreht an einem Stück und das war bestimmt, und das rechne ich dem Film an, das war auf gar keinen Fall groß einfach, oder das war wirklich, glaube ich, richtig, richtig schwer, da wirklich das perfekte Wetter zu erwischen, den perfekten Verkehr, es war halt eine laue Sommernacht, das musste alles passen, weil ich glaube nicht, dass die Straßen absperren durften da dafür oder auch nicht abgesperrt haben. Und ja, das war das eine, wie gesagt, dass mir das Treppenhaus, in dem sich eigentlich alles abspielt, auf den Keks ging. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ging mir Martin Semmelrogge auf den Keks, der auch eine wichtige Rolle spielt, und zwar den Ozzy. Es ist eine hohe Kunst, wenn dir ein Charakter wirklich richtig auf den Keks geht oder wenn du jemanden total hasst, auch in der Serie, da hat er eigentlich alles richtig gemacht. Mir ging Martin Semmelrogge mit seinem Ozzy-Dings einfach nur auf den Keks. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe mich eigentlich darauf, hauptsächlich auf ihn auch gefreut, weil ich gedacht habe, alles klar, wenn, dann reißt er da vielleicht noch was raus, weil ich fand dann doch, die restlichen Schauspieler sind relativ blass geblieben. Also Tillmann Strauß ist da so ein bisschen blass geblieben, als Carsten oder Yannick oder wie auch immer er jetzt hieß. Elisa Schlott fand ich jetzt auch nicht so überzeugend und ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, alles klar, wir rufen jetzt einfach mal hier das kleine 1x1 der Schauspielkunst irgendwie ab, damit es groß dramatisch wirkt. Und ja, das fand ich halt schade, so hat es auf mich einfach gewirkt. Und ja, wie gesagt, alles in allem durchaus interessante Sache, auch schön, sowas mal aus Deutschland zu sehen, sowas zu haben. Nur so ein bisschen, ja, der Pep, kann man das so sagen? Der Pep hat mir so ein bisschen gefehlt, so ein bisschen der Drive, vielleicht auch ein bisschen die Dynamik. Das, was ich ganz, ganz massiv vermisst habe. Und ja. Ich fand aber so, er war Dynamik, Gott sei Dank, als Ausgleich war er war nicht so lang. Ich fand so, die Dynamik kam eigentlich so aus der ganzen Story raus, ja, die dann so nach und nach sich enthüllt. Und das war ja auch, wahrscheinlich wurde das deswegen auch als Stilmittel gewählt, dieser One-Shot, dass wir wirklich eigentlich genauso denselben Wissensstand haben wie die Akteure selbst und was uns da so gezeigt wurde. Ja, mit Martin Semmelrogge gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist definitiv nicht seine beste Rolle hier in diesem Film, weil ich glaube, er ist auch nicht so der so den
Film komplett tragen kann. Und das wurde halt mehr oder weniger hier von ihm erwartet, weil er nur der, in Anführungszeichen, der große Star war hier in dem Film und die anderen eher so, ja, das waren ja wahrscheinlich Hochschulstudenten da, die vielleicht. Ja, Newcomer hier, ja, also. Ja, Newcomer. Elisa Schlott hat ja, was weiß ich, schon mitgespielt. 1994 geboren. Ja. Hat schon ein paar Rollen. Ja, gespielt, ach so. Aber gut, kannte ich jetzt noch nicht weiter. Ja. Also Martin Semmelrogge war definitiv hier der bekannteste von denen. Und ja, klar. Aber ja, der ist halt ja so der taffe Gangster irgendwie. Das kauft mir ihm nicht so richtig ab. Er ist ja doch wahrscheinlich auch so in seinem Innersten ist er doch irgendwo der Gute irgendwo. Und ja, da so diesen toughen Gangster, ich weiß nicht, da der dann so über Leichen geht. Ja, aber, und das sei das Problem, weil es waren seine Dialoge oder seine Gespräche mit Tilman Strauß, das waren teilweise Dialoge aus der Hölle. Also fand ich völlig nichtssagend, völlig Es wurde dann ja ein bisschen versucht, da im Auto, als sie so lange fahren, natürlich dadurch, dass es als One-Shot gedreht wurde und du hast halt bei solchen Produktionen hast ja nicht die Möglichkeit, dir die Drehorte so zusammenzubauen, ja, wie vielleicht bei 1917, dass man das einfach näher zusammenrutscht, sondern, ja, vollkommen richtig, ja. Sondern die mussten da irgendwie so mal gefühlt so einmal quer durch München gefahren und da musste sich natürlich unterhalten werden, damit die nicht stumm nebeneinander sitzen. Und ja, aber ja, wahrscheinlich konnten und wollten auch keine GEMA-pflichtige Musik einspielen, für die sie dann hätten ja wahnsinnig viel Gebühren abdrücken müssen. Ja, also deswegen wurden dann so komische, ja, so Pulp Fiction angelehnte Dialoge versucht, dazu denen in den Mund zu legen. Ach, ich weiß nicht, es hat nicht so richtig funktioniert. Aber ich habe trotzdem absolute Hochachtung vor diesem Projekt als solches, dass ich so eine. Das ist völlig außer Frage. Also, das steht völlig außer Frage. So eine Hochschule sich da sowas traut. Quasi, ich meine, man hätte es ja auch ganz normal als Gangster-Unterweltgeschichte erzählen können, aber da zu sagen, okay, ich gehe noch die extra Meile und mache das als One-Take, also puh, was auch mit dem zusätzlichen Aufwand, der das mit sich bringt. Andererseits natürlich cool, weil da bist du an einem Abend fertig mit dem Kinofilm, aber hast du durch viel Vorbereitung, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ich weiß noch nicht, wie oft sie es probiert haben. Ja, das wird ja nicht beim ersten Mal vielleicht geklappt haben. War ja bei Victoria auch so, die haben ja auch irgendwie mehrfach gedreht und bei jedem ging irgendwas schief. Also das war ja noch ein bisschen extremer bei Victoria. Und da haben sie dann trotzdem die Version genommen, die irgendwie, wo nur wenig oder ein bisschen was nur schief ging, was man so verzeihen konnte. Ja gut, die mussten bei 1916 mussten sie ja auch improvisieren, deswegen. Aber ist ja auch okay. Ein paar mehr Geld dahinter. Ja, natürlich, aber massiv mehr Geld. Das ist völlig außer Frage. Also, was Director Tim Dünnschede da auf die Beine gestellt hat, ey, aller Ehren wert, wirklich. Nur wie gesagt, ja, Dialoge aus der Hölle, etwas blasse Schauspieler. Auch diese Krankheit, die der Carsten hatte, hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Krankheit? Der hat die ganze Zeit Pillen genommen. Die ganze Zeit gewackelt. Ach so, ja. Ja, gut. Ja. Waren irgendwelche Schmerz. Wahrscheinlich hat er da mal irgendwas. Oder weiß nicht, weil der war ja undercover unterwegs. Vielleicht hat er da auch. Nicht verraten! Das haben wir doch Spoiler! Vorhin, haben wir doch vorhin schon gesagt, dass der undercover. Ich weiß, aber da habe ich vergessen, dich zu ermahnen. Ja. Spoiler! Ach so. Naja, so ein Spoiler ist es nicht. Siehst du ja beim ersten Mal, wenn der da irgendwo. Na egal. Ja. Aber ich hab tatsächlich irgendwo, ich glaube auf der offiziellen Seite sogar von der Hochschule, hatte ich mal gelesen, ey, die haben wirklich das, was wirklich ganz am Ende erzählt wird, haben die schon geschrieben gehabt. Also das, ich würde euch empfehlen, nicht die Seite zu lesen von der Hochschule für Film. Nee. Also die haben quasi noch so ein paar Sachen enthüllt. Das hätte ich nicht enthüllt auf der ganz normalen Seite, ja, das war dann doch etwas. Aber nichts. Übrigens, um nochmal ganz kurz auf den Einstieg zu kommen, du meintest Limbus, ne? Ja. Aus der Theologie. Ja, der Limbus, Ja. Ist das nicht Limbo. Heißt nicht auf Englisch Limbo oder so? Oh, nächste Frage. Ich dachte mal, die sagen das hier in irgendwelchen Filmen dann irgendwie. Egal.
Also falls es jemand weiß, also es wird auf jeden Fall nicht um den Tanz gehen, es sei denn, man... Ja doch, auf Englisch heißt es Limbo, alles klar. Ah, okay. Ja, man macht dann vielleicht so sinnbildlich, weil die ja immer sich so ganz, ganz haarscharf an der Grenze hier bewegen und da irgendwo sich unten drunter lang bewegen. Vielleicht hat es doch was damit zu tun, aber ich denke eher, es hat was damit zu tun, dass da die Tore nach unten irgendwie aufgestoßen werden für verschiedene Beteiligte und dann auch, ja, wo man sich entscheiden muss, welchen Weg geht man, ne? Also, ja. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, ja. Und von mir bekommt dieser Film tatsächlich 7 Punkte, weil ich mag solche ambitionierten Produktionen, wo man merkt, dass da viel Herzblut drinsteckt. Es ist nicht bei weitem nicht perfekt, klar, aber ich verzeihe dem das alles. Und das ist für mich so, weiß nicht, so wie, was weiß ich, Clerks, der ist auch mit wenig Geld gedreht worden oder der erste Tanz der Teufel oder sowas. Weißt du, da merkst du, da steckt Herzblut drin, Leute, die Bock drauf haben, das zu machen und die scheuen nicht das Risiko eines solchen One-Take-Projekts. Weißt du, die sagen, ah, nee, das ist einfach gut für unsere Story, wir machen das jetzt. Und ja, klar, Fehler sind gemacht worden und es ist nicht perfekt, es ist nicht 100% rund, aber mir hat es gefallen. Ja, ich habe ihn ursprünglich bei 5 Punkten gehabt, aber durch dieses One-Shot, durch dieses Projekt, was dahinter steckt und die Arbeit, die dahinter steckt, habe ich ihn dann doch auf 5,5, also 6 Punkte hochgestuft. Hm. Und Kate, hast du Lust bekommen, den mal zu gucken? Vielleicht zu Hause dann irgendwo auf Sky oder so? Oder? Total nicht. Nee? Nee. Also deine Zusammenfassung fand ich ganz gelungen und Chris seine, bei mir ist hängen geblieben, ja, puh. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn gar nichts anderes auf Sky kommt, dann vielleicht. Aber ansonsten weiß nicht. Ich finde, dieses One-Shot ist schon ganz cool, aber es ist wieder momentan, komm, mach das irgendwie, machen es alle. Irgendwie machen es gerade alle. Gefühl. Ich glaube, das machen nicht gerade alle. Ich glaube, also die haben das schon eher angefangen hier. Ja, schon klar. Aber es kommt halt dann wieder auf den Markt, wenn gerade ein anderer auch das macht. Das ist, ich weiß nicht, ob das gerade wieder so Trend ist, aber das ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich denke mal, sowas gibt es eigentlich immer. Immer gibt es irgendwelche Filme, die das irgendwie fällt halt auf, die Art und Weise nutzen. Und dann, ja. Also ich kann empfehlen. Es fällt halt jetzt gerade halt wieder auf, weil wir halt erst diesen Flugzeugfilm hatten, dann den Kriegsfilm, dann der Film. Stimmt, den Flugzeugfilm hatten wir auch noch. 7500. Genau, deswegen 7500, halt so, genannt. Kommt es wieder wie so ein Trend vor. So, das machen gerade alle, also machen wir auch sowas, weil es cool ist. Auch wenn es gar nicht so gemeint war, weil die ja wahrscheinlich schon viel länger an dem Film arbeiten, als andere Produktionsfirmen an Filmen arbeiten. Oh, war das ein One-Shot? Ein das 7500? Ja. Ja? Ja. Okay. In dem Sinne empfehle ich mal noch einen, der mich richtig umgehauen hat, der One-Shot ist Victoria. Den gibt es gerade auf Netflix. Kostenlos, also da mit drin. Ne? Den sollte sich jeder mal angucken. Der wäre ja eigentlich als deutscher Beitrag für den Oscar, für den Auslands-Oscar nominiert worden, aber weil im Film auch sehr viel Englisch gesprochen wird, durfte das nicht sein, weil da darf eben nicht prozentual so viel Englisch gesprochen werden für den Best Foreign Language Film. Da muss halt Foreign Language drin sein und nicht so viel Englisch. Ja, weil die lernen da irgendwie so einen Studenten kennen aus Portugal, wenn ich mich recht erinnere. Mit dem reden sie halt die ganze Zeit Englisch. Aber unbedingt angucken, Victoria, ganz toller Film, der das Ganze nochmal eine Stufe höher dreht. Und wo man sich dann fragt, boah, wie haben die das gemacht als One-Take mit so einem kleinen Projekt hier? Da sind Szenen drin, also wo du denkst, boah, also richtig Stunts und Action-Szenen und sowas, wo du denkst, boah, das muss alles funktionieren auf Anhieb, boah. Ja, Victoria auf Netflix, angucken, unbedingt, sehr sehenswert. Ihr beide auch. An euch mal, ihr kennt den noch nicht. Ja. Dann gehen wir mal weiter in die Sneak-Tipps rein. Wie ist denn der Hinweis für morgen, Chris? Das ist dann der 10.2., das heißt eine Woche vor 20 Jahre Sneak. Sneak Nummer 1039 und der Tipp lautet diskreditiert. Ah, und Kate, ist schon was eingegangen. Es gibt genau einen Tipp und der lautet Just Mercy. Den hatten wir doch, glaube ich, letzte Woche schon mal getippt worden. Ich muss noch ganz kurz einfügen, es ist so nach meinen Infos ein OMU, also Original mit Untertiteln. Ne?
Okay. Ah, okay, das wusste ich nicht, weil sonst hätte ich es getippt. Ja, richtig, das war auch die Info, wo ich erst später bekommen habe. Ah, okay. Dann schreibe ich es mal. Ach nee, kann ich das? Ich schreibe es mal, ja, okay, dazu. Ja, Just Mercy ist der Tipp. Keine Ahnung, ob das passt, weil ich habe... Habe ich nicht letztes Mal den Trailer schon angeguckt? Geht es, glaube ich, um einen... Schwarzen, ich weiß nicht, ob er Boxer ist oder nicht, der eines Mordes angeklagt wird, glaube ich, war das. Weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ja. Na gut, dann schauen wir mal, was da kommt. Erik tippt ja nicht mehr. Ich habe jedes Mal getippt. Ich muss da eine Eingebung haben, was es sein könnte, dann tippe ich da relativ schnell, aber irgendwie bei dem Tipp, das kann ja alles sein. Ihr tippt ja gar nicht, also von daher. Ja, ich darf ja nicht. Ja. Ich vergesse es in letzter Zeit immer. Jetzt schauen wir mal, was wir noch so im Angebot haben. Nämlich, das eine ist ja eigentlich kein Heimkino. Der läuft ja eigentlich sogar noch im Kino regulär. Aber mit den tollen Möglichkeiten des Internets kann man sich schon die Disc kaufen, die Blu-ray. Hier, ich habe sie hier in der Hand. Jay and Silent Bob Reboot. Nachdem wir ja gehofft hatten, dass der mal in der Sneak kommt, denn der hat ja auch Kinostart gehabt und der Thomas, der hatte den ja in der Sneak gesehen gehabt, ich glaube in Freising geht er. Und als er bei uns dann nicht kam, da habe ich gesehen, ach, den gibt es jetzt in Frankreich auf Blu-ray und habe dann so gelesen, ja, englischer Ton, französischer Ton, okay, kann man mal machen. So, was habe ich festgestellt? Es ist nicht nur Englisch und französischer Ton drauf. Es ist zusätzlich auch noch deutscher Ton sogar drauf. Und was war es noch? Irgend noch eine Sprache. Ja, also ist irgendwie fast ganz Europa abgedeckt mit dieser Blu-ray. Und ja, da kann man das jetzt schon in Top-Qualität gucken, was wir getan haben, der Chris und ich. Und wir sind ja, glaube ich, schon erklärte Fans der ganzen. Nur also, ganz dezent. Nur ganz, ganz dezent. Wie fing das eigentlich bei dir damals an mit dem ersten Clerks? Wie hast du den gesehen? Das war ja damals. Tatsächlich habe. Oh Gottes Willen. Oh, der Witz an der Sache nämlich ist, ich habe Jahre später, also ich weiß wirklich nicht mehr, wie wir an Clerks 1 rankamen, aber ich habe Jahre später von meinem besten Kumpel eine DVD von Clerks 1 nochmal bekommen, die er besorgt hat dann. Eine Original-DVD. Aber halt auch nur mit englischer Tonspur und allem. Also richtig, richtig geil. Und Clerks 2 haben wir natürlich total abgefeiert, genau wie Dogma und alles andere, was da kam. Also, ja. Ey, großartig. Ich hab... Meiner Meinung nach großartig, was da Kevin Smith da... Ja, fuck you, Kevin Smith. Das war ja auch so ein Projekt hier, ja, sagen wir, mit wenig Geld. Also man hat ja, also für die Clerks den Film nicht kennen, was eigentlich hier bei uns im Podcast, bei unseren Hörern, glaube ich, fast gar nicht. Also ich glaube, die kennen das alle. Das wurde damals von einem ambitionierten Filmemacher, Kevin Smith, gedreht. Der hat damals seine eigenen Kreditkarten bis zur Grenze ausgelastet und hatte da Budget, aber auch sehr wenig. Und hat in dem Laden, wo er gejobbt hat, hat er einen Film gedreht, zusammen mit der Videothek, die er daneben hatte. Hat er als Räumlichkeiten genutzt. Und damit er in der Nacht filmen konnte, weil tagsüber war ja der Laden regulär geöffnet und da konnte er nicht drehen. Und er hat dann halt abends oder nachts gedreht, hat er einen kleinen Trick angewendet, nämlich er hat einfach gesagt, ja, die Jalousien gehen nicht auf. Und deswegen sind bei Clerks in dem Film die Jalousien gleich am Anfang gehen nicht auf, da steckt halt Kaugummi drin. Und ja, genau. Und da geht es halt um diese zwei Typen. Der eine arbeitet in dem, was ist das? Gemischt, also hier so ein Tandemmerladen, irgendwie 1000 kleine Dinge. Und der nebenan, der Randall, arbeitet in der Videothek. Und davor hängen immer zwei Typen rum, nämlich Jay und Silent Bob. Silent Bob sagt nie was, deswegen heißt er auch Silent Bob. Und Jay redet dafür umso mehr. Und ja, die haben dann so ein bisschen so ein Spin-off bekommen. Und Chris, ich habe bei euch gerade mal in die Gruppe was reingeschickt. Ich habe nämlich noch eine Videokassette von Clerks, die Ladenhüter. Und die habe ich aber, die hat 39,95 gekostet. und
Das war aber nicht meine erste Sichtung von Clerks, sondern der kam tatsächlich mal im Nachtprogramm irgendwo auf einem dritten in Englisch mit deutschen Untertiteln. Und da hatte ich mir den aufgenommen, weil irgendjemand sagte, der ist gut oder so. Und das war so meine erste Berührung mit überhaupt mit einem englischsprachigen Film. So, dass ich mal einen Film auf Englisch geguckt habe und die deutschen Untertitel und habe da wirklich gleich erstmal gelernt, wie alle möglichen Schimpfworte und alle möglichen Bezeichnungen von Genitalien auf Englisch heißen. Das war schon mal sehr hilfreich. Und ja, das war so damals Clerks 1. Ich habe dann meine Fernsehaufnahme habe ich dann auch etliche Male für andere Kumpels und so kopiert auf VHS, um die denen mal zugänglich zu machen und so. Und habe da auch schon ein bisschen was ausgelöst im Freundeskreis zu dem Thema Clerks. Da gab es dann teilweise, dass wir uns da die Zitate um die Ohren gehauen haben und so. Ja. Ja, und Kevin Smith hat ja nicht nur Clerks gemacht, aber das war so sein erstes großes Ding, sondern was weiß ich, Mallrats war dann schon so der erste, den ich mir irgendwo im Ausland bestellt habe, weil es den bei uns nicht gab. Oder Chasing Amy, den hatte ich dann sogar schon auf, den gab es dann schon auf DVD. Bis dann irgendwie endlich mal Clerks auf DVD gab, das war schon eine Weile hin. Und ja, ich weiß nicht, also coole Sachen. Dogma, der lief sogar im Kino, war ja so mit seinem super Film. Sein größerer Erfolg. War ja auch hier Matt Damon, Ben Affleck. Ja, als gefallene Engel. Und I was Loki before it was cool. Ja, genau. Herrlich. Jersey Girl war ja auch ein ganz, ganz guter Kinoerfolg, war auch Ben Affleck wieder als Papa, der irgendwie ohne, die Frau ist irgendwie nicht mehr da, ne, irgendwas war da. Dann hatten wir, glaube ich, mal The Sneak gehabt, ich bin mir nicht sicher, ob wir den in Stuttgart hatten oder in Gera noch, Zack and Miri Make a Porno. Den hatten wir auf jeden Fall in Stuttgart. Okay, dann habe ich den, weiß ich nicht, ob ich ihn da oder ob ich es noch dort. Ja, Cop Out, Red State, Tusk war furchtbar. Aber ja. Jedenfalls hat er jetzt einen neuen Film rausgebracht, nämlich Jay and Silent Bob Reboot. Und es ist eigentlich nichts für jemand, der in diesem Universum noch nichts gesehen hat. Weil es ist, glaube ich, einfach nur, du kannst mir gerne widersprechen, aber es ist, glaube ich, einfach nur 100% Fanservice und einfach 100% Meta-Gags quasi auf sich selbst und er nimmt sich auch selbst nicht ernst, er macht seinen schlechten Film hier, Tusk und sowas macht er auch oder Cop Out und er nimmt sich selber auf die Schippe und es ist einfach von Anfang bis Ende einfach nur total herrlich zu sehen. Ist nicht, absolut. Nicht ganz absolut. So versaut wie manche andere seiner Produktionen. Da sind ja, aber die Anspielungen sind schon ja, deutlich. Also das schon, aber einfach absolut großartig, meine Güte. Und wer sich da, also wirklich, man muss ja mal was sagen, alles klar, die Story, okay, ist witzig, ist total auch nichts Neues jetzt, aber wer sich an Stars da wirklich die Klinke in die Hand gibt, oh, ja, ist der absolute Wahnsinn. Also Ben Affleck, inklusive ich bin Batman, Witzen. unfassbar gut. Dann Jason Biggs ist dabei. Joey Lauren Adams. Oh Gott, wer sind so viele. Jeder, der jemals in einem Kevin Smith-Film mitgespielt hat oder alles, was Kevin Smith liebt oder alle, die es Kevin Smith liebt, hat er irgendwie angefragt, dass sie mitmacht. Justin Long. Es sind so viele und es ist so großartig, weil jede Szene für sich in meinen Augen sitzt. Also die sitzen komplett. Das ist immer so pam, papam und weiter geht's. Und Kevin Smith, der sich ja auch selbst spielt. In Doppelrollen quasi. Ja, Doppelrolle und er spielt auch Silent Bob. Und Silent Bob, muss man ja sagen, ist modern geworden, weil er hat jetzt ein Handy, um sich zu verstehen. Genau, er tippt immer ewig drauf rum. Und dann kommt ein Emoji. Bob. Und der macht das irgendwie 20 Mal im Film und es ist jedes Mal witzig. Ja, aber es gibt natürlich auch in diesem Film wieder Szenen, wo Silent Bob das Wort ergreift. Ja, und diesmal glaube ich auch besonders in einer wichtigen Situation, ja. Definitiv, ja. Ja, definitiv. Und also, es ist absolut großartig. Und was mich dann noch überrascht hat, eine der Hauptcharaktere, Millie, in diesem Film, man hat noch nicht, wie das da alles zusammenhängt. Die Schauspielerin dazu heißt Harley Quinn Smith.
Und ich dachte noch, als der Abspann lief, ich so, ja, ist klar, jetzt machen sie da auch noch so einen Harley Quinn-Witz. Nee, die heißt wirklich so, die gute Frau. Ja. Die hat auch mitgespielt bei Once Upon a Time in Hollywood, habe ich jetzt gelernt. Aber im Film heißt sie ja Millennium Falcon. Ja. Vor allem, wo sie sagt, ey, Star Wars. So geil. Ja, viele von euch haben jetzt Tom Hiddleston erwartet, sag ich. Also wirklich, nee. Es ist ein absolutes Fanservice-Feuerwerk. Es reiht sich wirklich alles aneinander. Und wie gesagt, alles Szenen, die passen, die sitzen. Das ist, ah. Es ist der typische Kevin Smith-Humor, in dem Fall sogar der Jay und Silent Bob-Humor. Und entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Und es ging diesmal noch nicht so arg ums Kiffen sogar. Also das geht's eigentlich, so, dachte ich auch sonst mehr. Ja, die hatten ja nur drei, drei Einhorn-Plants da dabei. Ja, oder, also, oder wir fahren nach Hollywood. Florida? Das war ja dann schon ein Outtake-Witz, ne? Also das, ja, ja. Nein, Kalifornien. Ah, okay. Aber die Tochter von Kevin Smith hat ja mitgespielt und die Tochter von Mavis hier, wie heißt er, von Jay, die hat auch mitgespielt, ne? Das war ja, die Kleine. Ja, aber, ja, Kevin Smith bringt überall seine Tochter rein. Herrlich. Also richtig, richtig gut. Richtig also, gut. Und dann auch wieder ja. Film im Film. Auch großartig. Also die ganzen Sachen, die ganzen Anspielungen, das ganze Ding. Es ist so richtig... Ja, es ist einfach der Ring. Chris Hemsworth darf man übrigens auch nicht vergessen, der sich selbst spielt. Genau. Dann, wo ich so gefeiert habe, Method Man und Redman. Oh ja! Denke ich, what? Was machen die denn hier? Also, der hat wirklich irgendwie, weil natürlich das ganze Clerks und das ganze Universum da, das hat natürlich auch wahnsinnig viel Einfluss auf andere Leute gehabt, die es einfach cool fanden, was er da so gemacht und ja, Kevin Smith ist ja auch ein erklärter Comic-Fan, er ist totaler Star-Wars-Fan, er hat ja auch, es gab mal diesen Jar Jar Binks Recut, also von Episode 1, weil es wird ja gemunkelt, dass das dass er das war, dass er den umgeschnitten hat. Es ist ja quasi ja. Die Version ohne Jar Jar Binks, die im Internet verfügbar ist. Kenne ich natürlich nicht, also weil das ist ja höchst illegal und jetzt, wo alles Disney gehört, muss man da sehr vorsichtig sein, ob man das empfiehlt. Hast es gelesen und gehört. Also ja, es wurde mir zugetragen. Ich habe das weder gesehen, ich möchte auch niemanden dazu auffordern, sich das anzuschauen, weil das wäre, glaube ich, illegal. Aber es soll, glaube ich, ganz gut sein, weil da die Szenen mit Jar Jar Binks einfach raus sind und das Ganze ein bisschen gestrafft ist und wesentlich besser funktioniert, die Episode 1. Ja, aber ja, das ist auch schon wieder so ein Meta-Ding. Also, ich weiß nicht, ob es... Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben überhaupt nichts über die Story erzählt bisher, kann das ja, sein? Die Story ist, glaube ich, dass den beiden, den Jay und Silent Bob werden die Namensrechte von sich selbst entzogen, irgendwie. Genau. Durch einen Taschenspielertrick, würde ich es mal nennen. Da wird die Naivität der beiden gnadenlos ausgenutzt. Und naja, nicht von beiden, ne? Und ja, es soll dann ein Film gedreht werden und das möchten sie gern verhindern, deswegen wollen sie nach Hollywood. Das ist so die ganze Story, aber es ist mehr oder weniger ein Roadtrip, wo sie viele Leute wieder treffen aus alten Zeiten und parallel erfährt auch Jay noch, dass er wohl eine uneheliche Tochter hat und die möchte er gerne auch mal kennenlernen und so. Ja, ja. Ansonsten, ey, was da alles, James Vanderbeek dabei und ich weiß nicht. Es war einfach so cool, ich habe das so gefeiert, da war jede Szene, die sind ja dann auch mal auf so einer Art Comic-Con, die nennt sich dort irgendwie Bluntman and Chronicon oder so, weil Bluntman and Chronic sind ja irgendwie die beiden Helden, auf denen Jay und Silent Bob basieren, die beiden Superhelden, da gibt es ja auch Comics, gibt es sogar richtig Filme davon, kann man kaufen. Ja, und da wird so eine Art Comic-Con gemacht, wo die alle so in Verkleidung von Jay und Silent Bob. Ich frage mich eigentlich, warum wir das nicht auf der Gamescom gemacht haben, Chris. Als Jay und Silent Bob? Na klar, Bob. Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir hin, aber du weißt, ich bin Silent Bob dann. Das ist ja, ich muss mir dann die Haare irgendwie länger machen lassen. Bis ja, richtig. Wenn du dann leise bist, das würde ich sehen. Ja, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem.
Oder du gehst als Kevin Smith. Also, dann kannst wir du haben reden. Das auch schon durchgezogen mal. mit meinem besten Kumpel haben wir das auch schon vor ein paar Jahren durchgezogen, weil der hat so in etwa auch die Figur zu Jay und hat ja auch die Haare dazu. Deswegen. Okay. Naja, also ich wüsste jetzt nicht, ob der Film Leuten gefällt, die mit dem ganzen Thema überhaupt noch keine Berührungspunkte irgendwie hatten, aber ich glaube, ich habe den sehr, sehr abgefallen. Wir haben quasi ja parallel geschaut. Du warst ein bisschen voraus, ich habe ein bisschen später angefangen und haben dann immer ein bisschen hergechattet. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass wir beide jetzt gerade total abfeiern. Also von mir... Habe ich jetzt fast nicht gemerkt, dass euch der Film richtig gut gefallen hat. Ey, der ist so geil. So geil. Vor allem die letzten, also ich meine, Clerks 2 hat viel falsch gemacht. Der war nicht hundertprozentig und da hat viel gehakt und auch die anderen und Tusk war ich sehr, sehr, sehr enttäuscht und die Red State und wie sie alle heißt. Aber jetzt kommt wieder so ein Ding raus, wo du denkst, boah, einfach voll geil von Anfang bis zum Ende. Also so cool. Also von mir 9 Punkte. Da kann ich mich voll und ganz anschließen. Also ich glaube, ich würde ihm am liebsten sogar echt 10 geben, aber... Gib ihm doch 10. Was hat denn gefehlt, dass es keine 10 Punkte sind? Ja, bei 10, ja, 10 ist, ja, ich erkenne an, dass das wahrscheinlich sehr, sehr speziell ist. Also das wahrscheinlich nur wir, also nicht so allgemein. Also wenn das so richtig, ja, so ein allgemein guter Film, würde ich glaube ich auch sehen. Aber in seiner Sparte hat er da nicht 10 Punkte verdient? Ich muss auch mal sehen, wie der so auf Dauer, wenn ich den jetzt noch ein paar Mal gucke, weil Clerks kann ich immer wieder gucken, lach mich kaputt. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, dass Clerks 3 in Planung ist. In Planung ist. Ob es da auch wieder Interspecies Erotica gibt. Das war ja so eine abgefahrene Szene da. Oh. Wo dann plötzlich der Esel auf der Bühne ist und der Typ da. Ich weiß gar nicht mehr. Aber wie war das jetzt mit Interspace oder wie? Gott, ich und mein Gehirn. Dein Lieblingsfilm. Nein, dein anderer Lieblingsfilm. Ach, ja, genau. Vor allem, wie er das noch so nachgemacht hat, so stumm, so dieses mit dem den Fisch so. Ich muss euch mal leiser drehen, ihr seid sehr laut. Absolut. Also, es ist auch so popkulturell gerade so relevant. Ne? Da ist alles irgendwie auch drin, so mit Marvel und mit sonst was und mit Comics und ach und die letzten Oscar-Filme und so. Ich finde es total cool, dass er den auch gedisst hat, den Shape of Water, den Film. Den fand ich auch so scheiße, ey. Ja, herrlich. Also, Jay and Silent Bob Reboot erhältlich auf Blu-ray. Chris und ich, wir haben jeweils eine. Und ich kann euch das auch empfehlen. Wie gesagt, da ist sogar schon deutscher Ton drauf. Wir haben es auf Englisch aber geguckt. Aber wer den auf Deutsch gucken will, der kann ja auch jetzt schon bedenkenlos zuschlagen. Ich kann ja mal den Link zu dem Amazon-Shop dann reinposten, weil da muss man Amazon UK oder so, werde ich mal verlinken, weil da gibt es den auch schon. Ich habe mir in Frankreich, aber da steht alles so französisch da können manche vielleicht nicht so richtig. Englisch kann doch jeder, glaube ich. Sacre bleu, tout à l'heure. Das kann auch Französisch. Dann gehen wir weiter. Die Kate möchte noch ganz kurz was zu Quid. Quid kommst du down? Steht hier. Nein, kommst du down. Zu Quid kommst du down. Ja, wir haben ja diesen wunderbaren Film zur Verfügung gestellt bekommen. Und der Chris hat ja letzte Woche schon darüber erzählt und ich wollte jetzt auch noch kurz meine Einschätzung dazu geben. Story hat der Chris, denke ich, schon erzählt. Ich fand ihn tatsächlich am Anfang sehr gut. Ich fand die Idee mit diese Träume versetzt und gemeinsam träumen sehr, sehr cool. Worauf das Ganze dann hinaus lief, war ein bisschen enttäuschend, weil ich wirklich gedacht habe, so, den fällt gerade ein, sie müssen noch ein Ende für diesen Film machen. So wirkte es. Und dafür, dass es, was war das, russisch? Ein russischer Horrorfilm war. Also die, sagen wir mal, die erste, wenn man das erste Drittel, nee, schon gar nicht, die erste, ja, so 3/4 vom Film, sagen wir mal so, fand ich gut. Aber das letzte Viertel, das Ende, worauf es hinaus lief, hat mich dann leider sehr enttäuscht. Ansonsten fand ich den Film wirklich nicht schlecht. Und diese Enttäuschung schlägt sich leider in den Punkten nieder, denn hätte der sich toujours durchgezogen und wäre so konstant interessant und spannend geblieben, hätte er auch nicht 4 Punkte von mir gekriegt. Ich glaube, wir lagen aber ähnlich. Ja, also ich fand ihn wirklich
storytechnisch ziemlich interessant. Die Charaktere waren noch so, ja, okay. Aber dann ist er irgendwann, hat er dann einfach, ist er falsch abgebogen. Also ich war dann in diesem Traum und dann war das alles nicht mehr schlüssig. Warum die jetzt das alles träumen und worauf das hinausläuft. Das hat mir nicht gefallen. Und auch das mit dieser Sekte und so, das wirkte für mich viel zu konstruiert. Also ich glaube, da hätte man ein besseres Ende gefunden und deswegen nur 4 Punkte. Na gut, dann habe ich auch noch eine Rezensionsdisk, die wir bekommen hatten. Die habt ihr, glaube ich, noch nicht geguckt. Aniara heißt der. Aniara ist ein, ich habe gerade hier den Zettel vor mir, ist, glaube ich, ein schwedische Produktion, Science-Fiction-Film. Kennt man nicht allzu viele Science-Fiction-Filme aus Schweden. Es geht darum, ihr kennt doch den Film Wall-E bestimmt, ne? Ja, wo dann die, der letzte räumt die Erde auf. Ja, wo so ein großes Raumschiff dann kippt, wo die irgendwie alle unterwegs sind durchs All, ne? Irgendwie auf der Suche nach einem Planeten. So ungefähr ist es hier auch. Hier ist es so, hier sind am Anfang so Szenen drin von der Erde, die durch den Klimawandel, wo schlimme Stürme, Unwetter, Erdbeben, sonst was alles so. Also die Erde wird nach und nach so ein bisschen unbewohnbar und die Leute werden so umgesiedelt quasi auf den Mars und das läuft wie so ein normaler Umzug mittlerweile ab. Also man verkauft quasi seine Sachen auf der Erde, steigt dann so in dieses Raumschiff ein. Das ist wie so ein Hotel innen drin mit ganz vielen Zimmern und auch so mit Bereichen, wo man sich treffen kann mit anderen. So eine Shop, so eine Mall ist da auch mit drin und relativ weitläufig. Also wie so ein großes Kreuzfahrtschiff, würde ich fast sagen, aber halt im Weltraum. Und wir begleiten da so ein paar Leute, die sich auf den Weg machen zum Mars. Das Raumschiff startet dann auch und sie sagen der Erde lebe wohl, weil sie da nie wieder zurückkehren und wollen auf den Mars umsiedeln. Und dann hat aber dieses riesige Raumschiff einen Unfall mit Weltraumschrott und muss einen Großteil oder muss seinen Treibstoff ablassen, damit das nichts passiert und hat bei dem Ausweichmanöver von diesem Weltraumschrott hat's den Kurs verlassen. So, das Problem ist dann, es treibt halt ohne Antriebsmöglichkeit einfach auf einem falschen Kurs dahin, also weit weg von dem ursprünglichen Kurs. Und dann ist halt die Frage, ja, wie kriegt man das jetzt wieder gewuppt, ne? Also, sie planen dann am Anfang, dass sie zum Beispiel, wenn sich ein Himmelskörper nähert, dass sie dann die Anziehungskraft dieses Himmelskörpers so eine Art Slingshot-Manöver machen wollen, um dann wieder auf einen anderen Kurs zurückzukommen. Sie planen aber dann schon, also die ursprüngliche Reise sollte 3 Wochen gehen, von der Erde bis zum Mars. Mittlerweile am Anfang kalkuliert man aber schon wirklich mit mehreren Monaten für die Reise. Letzten Endes wird es doch schon deutlich länger. Und der Film beschäftigt sich aber weniger mit den technischen Sachen. Ist natürlich auch viel dabei, weil da kommt dann mal so ein Raumschiff, was sie sich da auch ranholen und wo sie hoffen, dass es irgend so eine Versorgungsboje ist und sowas und auch so ein paar Außenmissionen und so. Aber das ist weniger so der Fokus von diesem Film, sondern der Fokus richtet sich mehr auf das Innenleben dieser Gesellschaft auf diesem Raumkreuzer, wenn man es mal so nennen darf. Das heißt, es ist ja am Anfang von dieser Niedergeschlagenheit, oh Scheiße, es dauert jetzt alles viel länger, bis hin zu, ja, ab und zu mal so euphorischen Gefühlen, weil eben sich irgendwie eine Rettung andeutet, bis hin zu Niedergeschlagenheit, weil es eben doch wieder irgendwas nicht geklappt hat und bis hin zu, dass dann irgendwann halt auch die Vorräte zu Ende gehen und sie versuchen müssen, sich auf andere Weisen zu ernähren und sonst was. Und was es halt auch mit den Leuten macht, auch mit dieser Gruppendynamik, mit dieser, ja, mit diesem Lagerkoller, der sich da auch durchaus entwickelt, das betrachtet eigentlich so dieser Film. Also da ist natürlich auch sehr viel, ja, tiefgreifende Psychologie mit dabei und so. Aber mir hat es am Anfang, dachte ich erst, oh, okay, was wird das jetzt sein? Aber mir hat es dann irgendwie ziemlich gut gefallen, also wie es dann auch weitergeht, weil das hat sich halt so nach und nach enthüllt, dieser Film, wo man am Anfang denkt, okay, ich habe jetzt verstanden, in welche Richtung das geht und mit einmal kommt dann so ein Schnitt, ja, irgendwie ein Jahr später, und denke, okay,
jetzt ein Jahr später, okay, und dann siehst du irgendwie dieselben Leute oder siehst du irgendwelche, dass sich irgendwelche Sekten gebildet haben, die irgendwas Komisches anbeten und sonst was. Also ich fand ihn eigentlich relativ interessant und spannend auch, ne, wie es dann so gemacht ist. Und gerade das Ende fand ich relativ cool. Der Film wird beworben mit der deutschen Synchronstimme von Angelina Jolie. Also das ist irgendwie so der unique selling point hier von diesem Film. Aber der Film hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu bieten, ne? Dann als nur, dass der die Synchronstimme von Angelina Jolie hat. Sondern der Film ist echt nicht schlecht, ne? Also von mir 7,5 Punkte. Ich kann ihn euch ja auch nochmal mitbringen. Könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Und gibt's auf Blu-ray, ist der nämlich jetzt verfügbar. Hier sind auch so ein paar Zitate von irgendwelchen Filmmagazinen. Der Film ist wahnsinnig gut, wahrscheinlich der beste Indie-Science-Fiction-Film seit Arrival. So weit würde ich nicht gehen. Arrival hat mir deutlich besser gefallen. Eine unheimlich faszinierende Odyssee im Weltraum. Ja, das kann man so unterschreiben, ja. Genau. Also Aniara heißt der Film. Aniara. Heißt das Schiff so? Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil die haben auf dem Schiff so eine Art Holodeck. Und das Holodeck, das hat so eine künstliche Intelligenz, was halt die Leute, wenn die sich da irgendwie hinlegen, damit die eben nicht so einen Lagerkoller kriegen oder Leute, die irgendwie Klaustrophobie haben oder so, die können da halt hingehen und können dann halt, was weiß ich, sehen dann halt den Himmel oder die Sterne und das greift halt auch so ein bisschen auf das Gedächtnis von den Leuten zu, dass sie das sehen, was sie gerne sehen wollen und so. Hm. Ich glaube, dass diese künstliche Intelligenz hat auch einen Namen, die heißt, glaube ich, nur Niara oder so. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das war eine kleine Perle, also nachdem wir doch bei den Rezensionsdiscs immer mal zweifelhafte Sachen dabei hatten, hat mir echt gut gefallen. Bin mal gespannt, wenn ihr es schafft, könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ich bring's mal mit. Mhm. So, du hast noch eingeguckt, Ma. Ja, ich habe Sky gestartet und habe festgestellt, dass es jetzt den Horrorfilm Ma, sie sieht alles, auf Sky gibt. Kommt jetzt auch, läuft gerade aktuell auf Sky. Ma ist ein Film, den wollte ich letztes Jahr schon sehen, habe ich aber irgendwie nie geschafft, ins Kino zu gehen, geschweige denn, dass vielleicht irgendjemand hätte mitgekommen wollen. Ist ein Film von Tate Tyler. Und es geht um eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen in einem Kaff in Ohio, die sich gerne mal treffen, ein Trinken, ein Rauchen und so. Ne? Da sie aber alle minderjährig sind, müssen sie erstmal in ihren Stoff kommen. Und deswegen labern sie vor dem Laden Erwachsene an, ob die ihnen was besorgen kann. Es klappt nicht immer besonders gut. Eines Tages läuft allerdings Sue Ann, gespielt von Octavia Spencer, am Laden vorbei. Und sie sprechen sie an und sie kauft ihnen das dann auch. Und vor allen Freunden ist zu viel gesagt, aber sie macht dann quasi so ein bisschen einen Deal mit ihnen, dass sie da ab und zu mal was besorgt. Dafür müssen sie aber in einem sicheren Umfeld feiern und mit ein bisschen Aufsicht, aber jetzt nicht so die typische Mutter raushängen lassen, so ihr dürft nicht trinken, dürft nicht raufen, sondern wenn, dann macht ihr das bitte bei mir im Keller, wo euch nichts passieren kann. So. Also feiern sie im Keller bei ihr, sie hat sie quasi unter ihrer Obhut und schnell entwickelt sich dann auch ihr Spitzname Ma, weil ein junger Mann, sie sagt irgendwas zu ihm und sagt so von mir, ja, jetzt hör doch einfach mal auf mich, ich weiß schon, wovon ich rede, und er so, ja, Ma. Und dadurch entsteht dann auch dieser Spitzname, den dann alle verwenden, weil sie lädt immer mehr Jugendliche in ihr Haus ein zum Feiern. Und aus diesem ich überwache, was ihr da tut, und aus sicherem Umfeld wird eher ein, ich mach Party und fülle euch alle ab. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass die gute Sue Ann als Kind nicht wirklich lieb war. Und sie ist der Meinung, dass sie jetzt halt als Erwachsene die Möglichkeit hat, sich einen Freundeskreis zu erschaffen, der sie toll findet und der sie mag. Jedoch finden das nicht alle in dieser Gruppe so. Die einen oder anderen blicken langsam hinter die Fassade von Octavia Spencer und
finden raus, dass eben nicht alles so toll ist und dass sie eben nicht die gute Freundin ist, die sie vorgaukelt und dass das alles doch sehr creepy ist, dass sie in dem Haus von der Dame feiern dürfen und dass dieser so bereitwillig alles mitmacht. Und worauf das Ganze hinausläuft, erzähle ich natürlich jetzt nicht. Es ist ein Horrorfilm, der meiner Meinung nach kein Horrorfilm ist. Es ist höchstens ein gruseliger Thriller vielleicht. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch kein Meisterwerk. Ich habe schon wesentlich bessere Filme gesehen, die einen emotional viel mehr mitgenommen haben, die mich auch mehr in den Bann gezogen haben, die Filme. Mar gehört da nicht dazu. Also die Schauspielerleistung müssen wir nicht thematisieren, die ist hervorragend. Octavia Spencer, ich liebe diese Frau, die ist klasse. Aber die Grundgeschichte des Films gibt einfach nicht mehr her für sie. Man hätte da viel mehr Spannung reinbringen können, viel mehr Verrücktheit, viel mehr Creepiness, viel mehr Horror tatsächlich. Und das fehlt dem Film leider. Und deswegen, man kann ihn sich anschauen, es ist jetzt nichts, wo ich sage, guckt ihn euch nicht an. Er kostet nichts, klickt ihn auf Sky, schaut ihn an, aber erwartet keinen gruseligen Horrorfilm, sondern einfach nur eine creepy Frau. Ich gebe dem Film 6 Punkte. Ich hätte ihn gar nicht auch so als Horrorfilm irgendwie gesehen. Ja, er läuft aber tatsächlich unter Horror. Das echt? Ist ein bisschen traurig. Okay. Ja. Da gab es noch mal so einen Film, Mom hieß der, also Mom mit M hin, M-U-M. Vielleicht verwechselst du das mit dem. Nee. Der sollte ja. Wirklich nicht. Den. Okay. Ich hab die Seite offen, wo steht Genre okay. Horror. Ja, nee, ich meine nur, ja, okay. Ja, ich glaube, ich gucke den nicht, weil ich glaube, das reizt mich nicht so, der Film. Ja. Ich glaub, für mich ist der viel zu aufregend. ich habe noch einen geguckt, den werde ich etwas kürzer abhandeln. 60 Sekunden, Erik. Eine Rezensionsdisk, nee, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, das ist nicht zu lang. Der Film heißt Sag's nicht weiter, Liebling. Und der englische Originaltitel ist auch irgendwie so ähnlich. Can you keep a secret? Geht darum, dass eine junge Frau bekommt ein Upgrade beim Flug und darf in der ersten Klasse fliegen. Neben ihr sitzt so ein cooler Typ. So. Und dann deutet sich eine Turbulenz an oder ziemliche Turbulenz ist dann und sie denkt, sie wird jetzt gleich sterben und fängt an zu plappern wie ein Wasserfall und schüttet ihr ganzes Herz diesem unbekannten Typen aus und ja, wie man es schon vermuten kann, es passiert dann doch nichts und als sie am nächsten Tag in die Agentur geht, wo sie arbeitet, stellt sie fest, da kommt einer zur Tür rein, das ist genau der Typ und der stellt sich vor als der ursprüngliche Gründer dieser Agentur, der jetzt längere Zeit nicht da war und er ist jetzt wieder da. So, das ist die Prämisse. Es handelt sich um eine, Zitat, romantische Komödie, steht hier. das Ganze ist so ein wahnsinniger Käse, so ein Blödsinn die ganze Zeit, so ein Klischee. Also so romantische Komödien spielen ja eh immer mit so Klischees, wo man sagt, ja, da passiert jetzt das und das und manche Sachen werden so ein bisschen hinkonstruiert, damit es funktioniert. Ist ja okay bei romantischen Komödien, aber hier, es ist einfach sowas von ärgerlich die ganze Zeit, so schlecht das auch gemacht ist und wie wenig Ideen da irgendwie neu reingebracht wurden. Da wurde einfach so alles nach Schema F und das Ganze bei den Darstellern, die eigentlich sehr sympathisch sind, wobei man aber diese Liebesgeschichte niemals abkauft. Zu keinem Zeitpunkt kauft man ab, dass die beiden jetzt nun, also das, da war ja null irgendwie Anziehungskraft irgendwas, aber die beiden sind eigentlich ganz gut, also die Schauspieler als solches, aber trotzdem nee, oh, das ist echt nicht empfehlenswert und das hatten wir auch so als Rezensionsdisk bekommen, weil da wollte eigentlich meine Frau das sehen und wir haben das zusammen anguckt und die ist da normalerweise immer etwas wohlwollender bei solchen Sachen. Die hat aber gemeint, das ist so ein Quatsch, ey. ich lese mal eine Kritik von jemand anders vor hier bei Moviepilot. Lahm inszeniert, leblos gespielt, plump geschrieben, ein belangloser Film. Gerade am Anfang vom dritten Akt, als sich plötzlich alle wie 12-Jährige benehmen, war reichlich befremdlich. Ja. Nee, also, was steht hier noch? Wirkte ein bisschen so, als hätte ein Teenager das Drehbuch geschrieben.
Ja, also wirklich nicht empfehlenswert. Ich gebe 2,5 von 10 Punkten. Und ich denke mal, das ist eher so ein Film, der vielleicht so, weiß nicht, im Fernsehen vielleicht mal irgendwo untergeht, im Nachtprogramm irgendwo. Ja. Sag's nicht weiter, Liebling. Sag's nicht weiter, Komma, Liebling. Also, falls ihr Lust habt, da mal reinzugucken. Ich würde euch diese Disc nicht weitergeben zum Rezensieren. Ist das okay für euch? Oder? Ja, das enttäuscht mich jetzt etwas, weil ich glaube, das ist ein Film eher für mich, für meinen Gemütszustand. Ja, dann kann ich dir das gerne mal mitbringen, dann reden wir nächste Woche dann nochmal drüber, ja? Dann guckst du den mal. Nee, danke. Dann gucken wir jetzt mal lieber was Neues an, vielleicht ist da was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Wir gucken natürlich auch in die Charts. Da ist auf Platz 10 Die Wolfgang. Auf Platz 9 Knives Out. Mord ist Familiensache. Toller Film. Toller Film. Ja, echt gut. Ja. Die Eiskönigin ist auf Platz 8, Teil 2 übrigens. Hm. Auf Platz 7 Countdown. Horror-Thriller. Auf Platz 6 Die Heinzels. Rückkehr der Heinzelmännchen. Das wundert mich, dass du da noch nicht drin warst. Mit einem Kleinen. Nein? Nee, glaube ich nicht. Nein? Okay. Nee. Platz 5, Little Woman. Da kenne ich zwei Leute, die reingegangen sind. Und? nämlich nach dem Fußballspiel, wo wir Besuch hatten, wo da jemand aus Tübingen hier ein Pärchen zu Besuch war, die wollten nämlich danach dann ins Kino gehen. Und die wollten den Film sehen. Soll ja ziemlich gut sein. Mal gucken. Das hören wir dann bestimmt bei den Leinwandperlen, wie sie den fanden. Platz 4 ist Bad Boys for Life. Platz 3, 1917, der Film. Platz 2, Die Hochzeit. Und neu auf Platz 1, Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Ah, den glaube ich, den gucke ich, glaube ich, mal eher an. Und was läuft jetzt neu im Kino an? Am 13.02. zum Beispiel Sonic the Hedgehog. Hier die Verfilmung des Videospiels, wo es ja ein bisschen Ärger gab um den ersten Trailer und so weiter. Hat man dann alles verbessert, sieht jetzt richtig cool aus. Und ja, mit Jim Carrey und so weiter. Ja. Ja. Nightlife. Der neue Elias Mbarek-Film, also in Elias Mbarek, Frederik Lau und Paulina Rodzinski spielt da auch noch mit. Rasante Komödie über Milo und seine Traumfrau Sunny, deren romantisches erstes Date überraschend zu einer wilden Jagd durch das Berliner Nachtleben wird. Sah echt ganz nett aus. Ist ja jetzt auch nicht so ein typisches Vehikel da. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe, ich habe nur die dumme, ich möchte nicht, und das ist ein Aufruf, ich möchte nicht, dass Frederik Lau und Elias Mbarek jetzt in die Richtung hier Florian David Fitz und wie heißt der, der Kate so mag? Matthias Schweighöfer in diese Richtung gehen. Oder Matthias Schweighöfer, nicht Florian David Fitz, sondern Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Til Schweiger. Sie können ruhig in die Richtung Christian Ulmen und, und Fahri Yardim gehen. Ich glaube, Frederik Lau ist da eher nicht. Das ist, aber danke. Bei der, es gibt ja diese Magenta-Werbung hier, ne? So witzig. Ja. Auf die habe ich gerade angespielt. Ja. Vielen Dank, Erik. Also, es läuft auch noch an. Verstanden. Kill Me Today, Tomorrow I'm Sick. Satire über den Versuch im Kosovo, nach dem kriegsunabhängige, alle Ethnien berücksichtigende Medien aufzubauen. Okay. Bombshell, das Ende des Schweigens. Drama über den Medienskandal bei Fox News, in dem weibliche Journalistinnen den Konzernchefs als sexuellen Missbrauchs anklagen. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Das gibt es auch welche, die für einen Oscar nominiert sind. Haben wir besprochen ungefähr letzte Woche, ne? Ja, ungefähr. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche. La Gomera, rumänischer Krimi-Thriller über einen Polizisten, der die kanarische Pfeifsprache El Silbo erlernt, um einen großen Geldwäscheskandal offenzulegen. Kennt die jemand? Ist irgendwas? Wer weiß, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe irgendeine Mutter beleidigt, glaube ich. Ja, ich würde mich mal entschuldigen. Egal. Ich habe einen albanischen Film, eine albanische Komödie mit dem schönen Namen I Love Tropoja.
Landi hat eigentlich alles, was ein Mensch braucht, um glücklich zu sein. Er ist jung, erfolgreich, hat einen gut bezahlten Job in Tirana, sein Haus abbezahlt und eine hübsche Freundin, die als Influencerin bekannt ist. Doch, wir kennen doch Landi. Landi wäre nicht Landi, wenn er nicht von mehr träumen würde. Sagt bloß, ihr kennt Landi nicht. Ist das so irgendwie der fünfte Teil eines einer großen... Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Komödie, der irgendwie... Er findet sich im Bett der Tochter seines Gastgebers wieder und in der albanischen Einöde ticken die Uhren anders. Und jetzt muss er die Tochter heiraten. Okay. Gibt noch einen Animationsfilm. Die Lili in Paris. Die Lili untersucht mit der Hilfe ihres Freundes, dem Lieferjungen Aurel, wie heißt der wohl mit Nachnamen, eine Reihe mysteriöser Kindesentführungen, die das Pariser Belle Epoque plagen. Ja, eine Reihe außergewöhnlicher Charaktere, die ihr helfen, bla bla bla. Okay. Die Lili in Paris, okay. Und dann sollen wir den anderen Animationsfilm auch noch machen? Ach so, ja. Date Alive, the movie, Mayuri Judgment. Oder mal Jury Judgment, worum es auch immer da geht. Date Alive, Moment. Als vor 30 Jahren die Erde bebte, Eurasien dadurch fast vollkommen zerstört wurde und 150 Millionen Menschen ihr Leben ließen, wusste niemand so genau, was der Auslöser dieser Raumbeben war. Nun kommt es wieder zu diesem Beben, doch diesmal stellt sich heraus, dass die überirdischen Geister der Grund dafür sind. Doch wie kann man diese Schönheiten besänftigen? Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man tötet sie oder man datet sie. Was? Ja, da dürfen wir immer nicht vergessen, sie ist ein Good Girl und er ist ein Bad Boy. Ist das so ein Hentai-Tentakel-Porn? Ah. Oh je. Also, es läuft auch noch an Tommaso und der Tanz der Geister. Ein Drama um einen US-Künstler, der sich in Rom um seine Familie kümmern, aber auch seinen künstlerischen Ambitionen nachkommen will. Gedreht von Abel Ferrara, der zum Beispiel Bad Lieutenant gemacht hat mit Harvey Keitel, ein sehr guter Film. Und da spielt Willem Dafoe die Hauptrolle. Willem Dafoe! Ja. Dann sind wir eigentlich durch mit den Kino-Neustarts. Jetzt werfen wir einen Blick in das Heimkino rein, was da in Blu-ray Neues kommt am 10. Februar. Da gibt es zum Beispiel Gemini Man, den Film mit Will Smith, wo er quasi so Double Impact Jean-Claude Van Damme-mäßig irgendwie mit sich selber zu tun bekommt. Ja, der wird mich trotz alledem immer noch interessieren, auch wenn er nicht so toll sein soll. Dann Kleiner Aladdin und der Zauberteppich. Okay, es ist ein Animationsfilm, um das klar. Er hat FSK 0 und nicht FSK 18. Und es geht halt ja um den kleinen Aladdin. Und der lebt in einem kleinen Wüstendorf, wer hätte es gedacht. Ja, okay. Und dann gibt es noch eine Doku, 7 Kontinente, ein Planet, gibt es jetzt auch auf Blu-ray. Ja, das waren die Blu-rays für diese Woche. Mal sehen, ob da für jemand was dabei ist. Ansonsten gehen wir mal weiter im Programm. Bei den Neuigkeiten der Woche. Es gibt natürlich heute Abend die Oscar-Verleihung. Aber vorher gibt es noch noch die Goldene Himbeere verliehen. Und da gibt es ja auch, ich habe mal den Link hier mit reingepostet in unser Dokument, könnt ihr mal aufrufen, ob euch da irgendwas ins Auge sticht. Ist natürlich Sylvester Stallone für Rambo ist ein paar Mal nominiert, Cats natürlich für diverse Sachen, also schlechtester Film und Darsteller sind da nominiert für schlechteste und aber was auch so zum Beispiel raussticht, James Franco hat einen Film gemacht, der heißt Zero Bill, der spielt irgendwie so in der, ich glaube in der irgendwie Rock'n'Roll, irgendwie 60er Jahre irgendwas Zeit. Der muss wohl sehr schlecht sein, wenn er hier nominiert ist, weil Seth Rogen ist da auch mit dabei und auch nominiert für diesen Film. Worst als, Supporting als, Actor. Als Viking Man, also Aber ich find's ja ein bisschen hart. Tyler Perry ist gleich zweimal nominiert als Worst Supporting Actor. Ja, der hat zwei Rollen gespielt. Film. Ja. Also Tyler Perry hat ja quasi schon ein Dauerabonnement, genauso wie, ach, wie hieß dieser andere Film, dieser andere Typ, der da immer diese Scary Movies da, die weiteren Teile, die ersten zwei waren ja noch halbwegs lustig, aber dann später, wie hieß der, war das Damon Wayans Jr. oder irgend sowas? Ja. Ansonsten waren noch irgendwie Filme dabei, die wir
in der Sneak hatten, oder ja genau, Serenity. Den hatten wir in der Sneak Preview, den fanden wir eigentlich ganz gut. Da hat Matthew McConaughey eine Nominierung bekommen als Worst Actor. Weißt du noch, der auf der Insel, der Film? Ach Gott, ja, das stimmt. Ja. Wohl so schlecht fand ich den da eigentlich gar nicht. Ich fand den auch nicht so. The Fanatic, ist das nicht dieser Sportfilm mit diesem fanatischen Fan? Amerikanischer Psycho-Thriller. Okay. It stars John Travolta as man obsessed with his meeting with his favorite actor. Ja, Actor, okay. Mm. Ja, ansonsten auch ein paar Mal nominiert, Cats, ja. Hellboy, der neue Hellboy muss echt schlecht gewesen sein, weil da ist hier der Director nominiert, dann diverse Darsteller nominiert und auch Godzilla King of Monsters ist Worst Prequel, Remake, Rip-Off or Sequel. Den fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber Dark Phoenix, den fand ich ja echt nicht ganz so besonders da. Und der ist auch Worst Prequel oder Sequel. Und da hat auch Judy Dench war es, glaube ich. Nee, nicht Judy Dench. Wie heißt sie? Jessica Chastain auch eine Nominierung kriegt. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass The Hunting of Sharon Tate mit drin ist. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, also was ich von dem Feld bisher gesehen und gehört habe, macht Hilary Duff da ja eigentlich einen ganz guten Job. Wer weiß. Muss ich mir vielleicht erstmal angucken. Ich lese übrigens gerade, der Film ist rausgekommen. It was released in the United States by Saban Films. Sagt dir das was, Chris? Saban Films? Ja. Jay and Silent Bob Reboot. Das fällt ja auch irgendwie ein paar Mal. Saban Films. Ja. Das muss wohl irgendwie so ein, ja, die müssen wohl immer mal so daneben greifen. Keanu Reeves ist nominiert für John Wick Kapitel 3 und Toy Story 4. The Razzie Redeemer Award. Was auch immer das ist. Jennifer Lopez für Hustlers. Okay. Naja, mal gucken, was es dann wird. Also die werden ein bisschen vor den Oscars verliehen. Die goldenen Himbeeren. Die haben sich auch diesmal sehr viel Zeit gelassen mit ihren Nominierungen, habe ich das Gefühl. Naja, gucken. Ansonsten heute Abend kommen die Oscars. Ich werde es nicht live gucken. Ich nehme es mir auf. Was? Ich dann morgen. Naja, ich kann nicht einfach frei machen mehr. Ich habe extra frei morgen. Nee. Na dann viel Spaß beim Gucken. Dankeschön. Wir gehen mal weiter. Die Serien lassen wir heute mal außen vor, weil die eine will ich ja sowieso noch gucken. Dann kann ich mit Chris zusammen drüber erzählen. Trotzdem ganz kurz. Ich weiß, ich darf nicht über die eine Serie reden, die wir hier drin haben, aber ich möchte ganz kurz noch sagen, oder fragen, Erik, hast du die neueste Folge Picard gesehen? Ja, das Ende ist der Hammer. Oh, ich hatte Gänsehaut, ich habe fast geweint. Ich möchte es nur jedem ans Herz legen. Hey, unbedingt schauen. Ja. Mehr also, verraten wir nicht, oder? Was war, ich meine, wenn mich diese Szene schon fast zum Weinen bringt, was passiert? Was passiert, wenn Riker wenn da noch kommt? Andere Dinge passieren. Oh mein Gott. Ist schön, wie die da so peu à peu so mit kleinen Häppchen diesen Fanservice liefern. Also das ist irgendwie so ganz anders als Jay and Silent Bob Reboot, wo es wirklich so Fist in your face und boah, hoffentlich kriegst du alles mit. Bam, 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 das und hier kommst du kaum zum Atmen und hier guckst du Picard und dann so Kleinigkeiten, so denkst, oh cool. Und was noch? Ja. Sehr schön. Alrighty, dann gehen wir weiter in den allgemeinen Bereich. Und da starten wir gleich erstmal mit den Musiktipps. Kate darf mal anfangen, weil das kenne ich gar nicht. Ich habe heute mal einen Song von Brücken. Die Band gibt es so nicht mehr. Der Sänger war mal der Headsänger von Jupiter Jones, einer von Chris' Lieblingsbands, soweit ich weiß. Ich fand die Musik von Brücken sehr, sehr toll. Und es gibt auch einen Song, mit dem er sich mit seinen Ängsten beschäftigt. Und deswegen ist mein Song dieses Mal Lady Angst. Habe ich draufgepackt auf unsere Playlist. Da gibt es auch die Sache mit dem toten Clown. Mein furchtbar besoffenes Herz. Ja, das ist ein sehr, sehr tolles Album. Okay. Kann man sich auch gern mal im Ganzen umhören. Was ist das so, Singer-Songwriter oder ist das Rock? Der macht jetzt mittlerweile auch die Bühnenshow. Ja, wobei mittlerweile ist er so ein bisschen vom Musik weg und arbeitet lieber mit, weiß ich nicht. Also aktuell hat er eine Bühnenshow, so einen Abend mit.
ihm. Mhm. Okay, Chris, was hast du da Schönes? Ich habe von Mary Bourne Stay With Me. Und jetzt kommt ganz viele so, hä, was ist das für ein Song? Das ist ein Song aus dem Original Soundtrack eines tollen Films, nämlich Jay and Silent Bob Reboot. Und ich habe extra, ich habe extra diesen Song genommen. Ich hätte nämlich noch einen ganz anderen Song nehmen können. Erik, kannst du dir denken, welchen? Warte mal, was gab's denn da noch? Da gab es diverse Sachen. Nee, sag mal, welchen du jetzt meinst. Na, ich will schon einen Tipp von dir haben. Also. Mm. Ich weiß gerade nicht. Nee. Also, ich hätte am liebsten hätte ich Mubis Song genommen. Gibt's den irgendwo? Ja. Der ist nämlich auch auf dem Soundtrack drauf. Mubis Song von Kevin Smith und James L. Venable. Aber ich habe mich dagegen entschieden, sondern doch lieber was nehmen, was ein bisschen angenehmer zu hören ist. Auf Dauer. Ich habe wegen den Oscars auch einen Song gepickt, der schon mal einen Oscar gewonnen hat als bester Filmsong, nämlich Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia. Großartiger Film auch. Ja, definitiv. Hat ja, wie wer gestern, wer weiß denn sowas, XXL geguckt hat, war das ja eine der Finalfragen. Wer hat zweimal hintereinander einen Oscar gewonnen? Da war es Tom Hanks, Daniel Day-Lewis oder Jack Nicholson. Und da bei denen, ja klar, das war jetzt naheliegend, oder? Nach dem, was ich hier. Aber sowas weiß man. Ja. Wenn man in diesem Podcast mitmachen darf, Entschuldigung. Ich habe es ja auch. Ich habe es ja auch gewusst. Genau. Aber es war schon nicht einfach für die jetzt nicht so viel mit Filmen zu tun haben. Und genau. Deswegen. Weil die das dann noch mal so ein bisschen thematisiert haben, die zwei, also Philadelphia und das Jahr später war ja dann Forrest Gump und aber er hat zweimal einen Oscar gewonnen. Deswegen habe ich jetzt mal Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ein Blick rein. Wir hatten ja Kommentare in der letzten Woche gehabt, nämlich der Martin hatte geschrieben gehabt, dass er sich, weil wir vorgestellt hatten, dass auf Blu-ray Midsommar rauskommt, er hat geschrieben, er hat sich die Collector's Edition schon bestellt. Und er hat mir den Rat gegeben, ich soll ihn mir doch in Ruhe nochmal zu Hause anschauen. Und ich habe dankend abgelehnt und gesagt, die Disc würde ich nicht mehr mit der Kohlenzange anfassen. Also so geht's bei uns ab hier. sonst gab es keine Kommentare, obwohl es ja eigentlich ein Gewinnspiel gab. Wahrscheinlich will keiner diese schöne Blu-ray gewinnen. Deswegen, also wenn ihr die noch gewinnen wollt, Leberkäse-Junkie, ja, das war ich irgendwie bei... die haben ja alle immer so lustige Namen. Dann schreibt einen Kommentar, wie ihr Leberkäse am liebsten mögt. Das steht auch in dem Beitrag von letzter Woche mit drin. Und dann ansonsten, haben wir noch irgendwas? Irgendwas vergessen? Nee, nichts. Ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Identify yourselves, motherfuckers! I'm Jay, and this is my hetero life mate, Silent Bob! Bis bald im Kinocast.